Yomi Badouya, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video! Heute von zu Hause, weil heute gibt es einen Equitana-Haul! Los geht's auch schon mit den ersten Sachen. Und zwar direkt nachdem wir reingekommen sind, ja, standardmäßig, ne, musste man das hier kaufen. Ich dachte jetzt, er wirft alles gleichzeitig, deswegen musste ich mal eben ein bisschen aufpassen. Ja, und natürlich so standardmäßig. Wir fangen von klein nach groß bei den Sachen an, von unspektakulär zu spektakulär. Reitsocken, ja, braucht man immer, hat man nie genug von und sind schneller kaputt, als man gucken kann. Deswegen, ja, drei Paar in allerlei bunten Farben, Hauptsache bunt, wie immer halt. Damit auch alle Sachen nie gut zusammenpassen, das ist der Plan. Wobei, wenn die Reitstiefel drüber sind, ist es ja auch egal. Ja, also relativ unspektakulär. Es sind halt Socken. Und ja, weiter geht's mit dem nächsten Teil. Und zwar einem Sattelgurt. Ich hatte für Joey schon länger vor, einen neuen Sattelgurt zu kaufen. Vielleicht habt ihr es in dem einen oder anderen Video auch schon mitgekriegt, dass ich da drauf sitze und immer total durchdrehe, weil ich die Strupfen nicht gescheit reinstecken kann. Weil das Material innen so zerfludert ist mittlerweile, dass es halt einfach, ja, überhaupt nicht mehr gescheit funktioniert. Und seit einiger Zeit, also den anderen, den ich hatte, war so ein Gelgurt. Und weil ich ihn eine Zeit lang immer so aufgehangen habe, ist das Gel nur noch in einer Seite. Ja, und jetzt habe ich einfach so einen ganz stinknormalen Gurt, ohne irgendwelche Gummizüge oder sowas. Das war mir halt ganz wichtig, weil ich bei Joey eigentlich ohne diese Gummidinger ein bisschen besser klarkomme. Und ich habe mich für diese Farbe entschieden, auch wenn der gleiche in rosa da hang. Ja, aber ich dachte mir, braun und gerade mit den goldenen, heißt es hier aber auch Beschlägen oder heißt es nur bei Ledersachen Beschlägen? Beschläge, keine Ahnung, egal. Jedenfalls mit den goldenen Schnallen passt natürlich total schön zum Rest, auch wenn der Gurt natürlich von der Farbe eigentlich nicht passt, weil dunkleres Braun ist eigentlich alles, was wir haben. Aber im Endeffekt passt es dann trotzdem noch ganz gut zusammen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar habe ich mir dann, weil es ja auch anstrengend und sowas auf der Messe und ja, dann habe ich mir ein Handtuch gekauft. Nein, natürlich habe ich mir kein Handtuch gekauft, sondern ein Gebiss. Ja, weil Joeys Gebiss ist ja eigentlich mehr nur so eine Notlösung und wir hatten halt am Anfang viele Gebisse ausprobiert und er ist ja doch sehr nölig vorne und ja, sperrt halt auch mal gern das Maul auf und Sperrriemen ist halt nicht so meine bevorzugte Lösung dafür. Deswegen, wir haben halt den Sperrriemen drauf, weil wir fürs Turnier ja die vollständige Zäumung brauchen. Aber der ist immer so locker verschnallt, dass Joey natürlich trotzdem ständig die Schnute aufmacht. Und jetzt wollte ich einfach nochmal ein Gebiss haben, was für ihn besser passt. Und ja, einfach vom Schwung her, wenn es so heißt, aber ihr wisst, was ich meine, einfach nochmal ein bisschen stimmiger ist. Und da habe ich mich für dieses entschieden. Ich habe es natürlich alles noch nicht ausprobiert, fast alles noch nicht ausprobiert. Deswegen weiß ich noch nicht, ob es jetzt wirklich so gut ist, wie ich hoffe. Aber gut, sonst haben wir bei Bay auch noch einen Versuch, weil die haben ja die gleiche Gebissgröße. Demnach bin ich mal sehr gespannt und freue mich schon, es auszuprobieren. Und ja, bei dem Gebiss haben wir halt noch ein Handtuch dazu bekommen. Ich denke mal einfach, damit das Gebiss dann mit all den anderen Einkäufen nicht direkt irgendwie zerschrammt und sowas. Demnach, das war ganz cool. Tüp, 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 tüp. Los geht's mit dem nächsten Teil. Tschuh. Und zwar ein Ledergebiss. Da bin ich super gespannt. Da werdet ihr auf jeden Fall noch ein Video zu sehen, weil wir werden das natürlich auch noch ausgiebig testen. Ja, ich bin super, super, super neugierig. Ich wollte schon seit Ewigkeiten Ledergebiss haben und es ausprobieren. Aber ich habe mir ein bisschen schwer mit dem Gedanken getan, weil ich einfach immer dachte, ja, das Ding ist, gerade Ledersachen, man weiß halt einfach nicht, was ist damit passiert. Was sind da irgendwie für Kleber zwischen oder sowas. Und ja, ich wollte natürlich auch jetzt nicht irgendwas meinem Pferd ins Maul packen, wo ich dann im Nachgang einfach irgendwelche Probleme mitkriege. Jack zum Beispiel hatte ja mal von einer Trense, tatsächlich von einem Gerbmittel wahrscheinlich, eine allergische Reaktion, hatte das gesamte Gesicht angeschwollen. Und da hatten wir dann auch mit dem Tierarzt ein bisschen was mit zu tun. Und deswegen wollte ich kein erneutes Risiko eingehen. Und witzigerweise ist dieses Gebiss jetzt aber genau das von dem Hersteller, wo ich es wirklich gerne ausprobieren wollte, weil ich in den Hersteller doch ein ganz anderes Vertrauen habe als in irgendein Gebiss, was man irgendwie so auf irgendeiner großen Online-Plattform kauft oder sowas. Und da werden wir euch natürlich auch mitnehmen. Joey hat sowas noch nie gesehen. Ich hatte sowas auch noch nie in der Hand und freue mich schon wahnsinnig, es auszutesten.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Weiter geht's auch schon mit dem nächsten Teil. Und zwar, wenn man auf so einer Messe ist, was kauft man immer? Natürlich eine Schabracke. Ups. Ja, ich bin super gespannt, wie die dann letztlich auf dem Pferd aussieht. Ich hätte die natürlich lieber in Dressur gehabt, die gab es aber nicht. Ich habe sie jetzt in Vielseitigkeit mitgenommen. Mein Dressursattel sollte da trotzdem drauf passen. Und vor allen Dingen, wenn Bay dann hoffentlich demnächst sein erstes Turnier läuft, passt sie auch auf Bay. Ich hoffe, das sieht nicht total doof aus, weil die dann irgendwie viel zu lang ist oder so. Egal, sie kommt trotzdem auf Bay. Ja, und die werden wir dann auf jeden Fall fürs Turnier nehmen. Ist natürlich eigentlich eher silber als weiß, aber ich denke, das ist auch für die Dressur in Ordnung. Zumal es ja sowieso ein WBO-Turnier ist. Da sollte ja nichts gegensprechen. Ich muss mich einfach anders hinsetzen. Weiter geht's mit der nächsten Schabracke. Und da haben wir natürlich nicht nur eine, sondern auch direkt eine zweite und eine dritte. Ja, diese Schabracken sind nochmal ganz anders, weil das sind extra, wie man sieht, die hatte ich schon einmal auf dem Pferd ausprobiert und bin auch total begeistert. Also bis jetzt bin ich richtig, richtig überzeugt. Ich hatte mich an dem Stand sehr lange beraten lassen und habe mir das Ganze angehört, was das für Schabracken sind. Und ich denke mal, wahrscheinlich werden sie auch gar nicht Schabracken einfach heißen, sondern haben wahrscheinlich nochmal einen speziellen Namen, aber egal. Jedenfalls sind die halt extra nochmal oben gepolstert. Das heißt, im Endeffekt sind sie dafür da, dass das Pferd mit der Muskulatur besser aufmuskeln kann und der Sattel nirgendwo drückt, auch wenn der Sattel passt. Und es war halt ganz interessant, weil es stand so ein Sattelbock da und der Sattel lag drauf. Und wenn man quasi da, wo normal die Schulter ist, durchfasste, war es halt sehr, sehr fest, weil die Polsterung von Satteln ja doch relativ fest ist. Und mit der Schabracke drunter kam man einfach super drunter her und es war super weich, obwohl ein Reiter jetzt auch noch auf dem Sattel saß. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich bin sehr gespannt, ob mein positiver Eindruck von diesen Decken weiterhin bestätigt wird von den Ponys. Ja, und jetzt zeige ich euch die drei natürlich nochmal im Detail. Und zwar haben wir hier einmal so eine pinke. Ich muss sagen, ich finde diese Farbkombi unfassbar hässlich. Wirklich, wirklich hässlich. Und hatte die dann aber auf dem Pferd und muss sagen, auf dem Pferd gefiel die mir plötzlich total gut und sah total edel aus, was mich sehr überrascht hat. Ja, das heißt, diese Schabracke wird auf jeden Fall für Mitch sein, beziehungsweise auch für Jack. Die werden die sich so ein bisschen teilen, also die kommt quasi unter den Sattel, den sich auch beide schon mal ein bisschen teilen, weil witzigerweise der Sattel zum Glück echt auf beiden unfassbar gut liegt. Und wenn zum Beispiel auf Jack kleinere Reiter sind, ist Jacks eigentlicher Sattel leider nicht so gut geeignet. Deswegen bei den kleineren, leichteren Reitern kriegt er halt Mitch Sattel auch drauf. Und das heißt, diese hier ist auf jeden Fall für den Mitch. Und dann haben wir diese hier. Und die ist für den Duke angedacht. Der bekommt dann auf jeden Fall demnächst seinen Springsattel auch endlich wieder. Weil ich hoffe, dass all die Probleme, die wir halt mit dem Springsattel hatten, obwohl der ja lag, vielleicht hiermit wirklich auch einfach behoben sind. Ja, weil Duke ist halt einfach sehr empfindlich und er hat einfach seine Problemchen mit dem Rücken und ich bin echt guter Dinge und werde euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze so entwickelt. Und dann haben wir noch die dritte von dem Ganzen. Gut, dass ich gerade hier überall gesaugt habe und trotzdem überall Dreck dran ist. Ja, Katzen und Hunde im Haushalt, ne? Naja, egal. Jedenfalls haben wir dann hier noch die dritte davon und die ist für den Joey angedacht. Wie ihr schon seht, die ist ein bisschen kürzer. Hier haben wir einmal die normale große und einmal die Pony-Schabracke. Und ja, ich bin gespannt, wie Joey Rot steht. Lassen wir uns überraschen. Und hoffe, dass auch damit, weil ich habe bei Joey im Moment das Gefühl, ich hatte jetzt immer mal ein Lammfell drunter, dann wieder nicht, dann wieder doch und hin und her. Und im Endeffekt hatte ich immer das Problem, dass der Sattel einfach zu stark in der Schulter liegt, obwohl der Sattel passt. Und obwohl der Sattel auch für Joey angepasst ist und alles. Und ja, auch da hoffe ich einfach, dass diese kleinen Problemchen damit behoben sind. Okay, da passe ich jetzt ein bisschen auf beim Fangen. Und tschu! Boah, habe ich das gut gefangen, direkt so. So, und zwar haben wir hier noch das nächste Produkt. Ja, noch ein bisschen versteckt und schon gut ausgetestet. Dieses Pad hat mir den letzten Nerv geraubt. Wirklich. Naja, aber da kommen wir gleich noch zu. Und zwar habe ich hier einmal ein Signum Dressur. Paddle heißen die, glaube ich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es von Signum. Gut, dass ich bei den anderen die Marken gar nicht dazu gesagt habe, aber ich denke, die können wir im Nachgang einblenden, oder?
Ja, können wir im Nachgang einblenden, damit ihr auch wisst, wenn es euch interessiert und ihr euch die Sachen angucken wollt, ne? Wie auch immer. Ja, gut, dass hier überall schon Haare drauf sind. Ich habe mich auf jeden Fall für diese Farbe entschieden, weil ich einfach der Meinung bin, dass das auf Joey am schicksten aussieht und auf Bay halt auch. Und ich habe echt Glück, weil die Größe auf Bay tatsächlich auch so gerade noch drauf passt. Und ich muss sagen, dieses Pad ist wirklich unfassbar bequem zu sitzen. Ich bin total froh, dass ich es gekauft habe, obwohl es mir den letzten Nerv geraubt hat. Ich habe mir nämlich an dem Sonntag waren wir auf der Equitana dieses Pad in der Größe M gekauft. Und ja, habe leider die Größe L mitgegeben bekommen. Also saß ich zu Hause und dachte mir, shit, das passt weder auf Joey noch auf Bay. Ja, also sind wir dann den Dienstag nochmal zu Equitana gefahren. Vorteil war, wir haben nochmal ganz viel Showprogramm gucken können, Nachteil nochmal mehr shoppen können, weil die drei coolen Shopracken ja, sind von Tag 2. Aber zum Glück hat der Umtausch wenigstens problemlos geklappt. Und ich habe jetzt die richtige Größe, die sowohl für meinen Hintern gut passt, als auch für meine Ponys. Weil das andere ist, glaube ich, fast 10 cm sogar länger. Und das ist natürlich dann sehr kritisch. Also dieses passt so gerade noch auf Bay. Wirklich so gerade noch. Also das Problem ist dann eher tatsächlich das Sattelblatt als die Länge an sich. Weil klar, bei dem Pad ist natürlich die Druckverteilung nicht so wie bei einem Sattel wirklich von Anfang bis Ende verteilt, sondern hauptsächlich da, wo man sitzt. Und wenn ich drauf sitze und hinten nochmal reingreife, dann komme ich da auf jeden Fall gut drunter. Und der letzte Part, der quasi bei Bay zu lang wäre, schwebt auf jeden Fall. Deswegen ist das gar kein Thema. Ja, hiermit bin ich jetzt auch schon ein bisschen fleißig geritten und freue mich auch schon auf die nächsten Ritte. Und ich denke, ihr kennt alle dieses Phänomen, wenn man mit Hunger einkaufen geht, oder? Beide Messetage bin ich über die Messe gelaufen, dachte mir, ey, was sucht denn hier ein Kopfkissenstand? Wer kauft auf einer Pferdemesse ein Kopfkissen? Ja, sagen wir, umso länger man auf der Messe war, umso mehr Nackenschmerzen hat man bekommen. Tatsächlich ein Kopfkissen gekauft. Ja, hier ist mein Kopfkissenbezug jetzt schon drüber. Ich versuche das mal eben so ein bisschen rauszufriemeln. Ich hatte vorhin noch lange überlegt, ob ich das jetzt erst runternehme oder nicht. Und dann dachte ich, ah nee, komm, eigentlich ist egal. Eigentlich interessiert wahrscheinlich eh niemanden, was das für Kopfkissen ist. Aber ich suche es jetzt, also friemel es jetzt doch einmal kurz raus. So, Kopfkissenbezug ist ab. Hier ist der. So. Ich weiß auch gar nicht, ob es gedacht ist, da noch einen normalen Bezug drüber zu machen, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dort noch dieses Kopfkissen gekauft. Und es sieht halt total witzig aus mit diesen Löchern. Und es ist so unfassbar bequem. Ich freue mich im Moment jeden Abend schon, wenn ich schlafen gehe, auf das Kopfkissen. Ja, ich bin wirklich begeistert, freue mich, dass ich es doch gekauft habe. Und naja, mit Nackenschmerzen am Kopfkissenstand vorbeizulaufen, die damit werben, dass man dann keine Nackenschmerzen mehr hat. Hat funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich auch wirklich im Nachgang noch sehr begeistert von dem Kissen bin und da wirklich unfassbar gut drauf liege, weil ihr ahnt nicht, was ich mich sonst geärgert hätte. Dass ich mich erst die ganze Zeit noch drüber lustig mache, dass da dieser Stand ist und es dann im Endeffekt doch kaufe und es dann noch blöd gewesen wäre. Aber zum Glück ist es das nicht. Naja, das war es auch schon mit Dingen, die ich gekauft habe. Also diese Messe, muss ich sagen, war ich immerhin ein bisschen gescheiter als die letzten Messen, auch wenn ich natürlich viel zu viel Geld ausgegeben habe. Aber immerhin habe ich keinen Müll gekauft. Das tue ich nämlich sonst sehr gerne, dass ich immer so denke, boah, die Bürste ist noch ganz cool, oh, die ist noch ganz cool, von Dingen, die man eh schon zehnfach zu Hause liegen hat. Und dieses Mal habe ich wenigstens wirklich das Einzige, was man vielleicht noch als unnötig ansehen könnte, wäre tatsächlich nur die Schabracke, also die normale. Ja. Aber da meine Turnierschabracke aktuell sehr viel zu Hause auch im Einsatz ist, sieht die natürlich dementsprechend aus und irgendwann gehen die Flecken halt nicht mehr raus. Deswegen haben wir jetzt noch mal eine wirkliche Turnierschabracke und das war es auch schon mit dem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Deswegen muss ich gleich auch noch schnell zum Stall, damit ich auch nach Pferd rieche. Ja. Das war es zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.